Auch am Mittwoch sind in der griechischen Hafenstadt Piräus wieder Flüchtlinge angekommen. Doch wie es von hier aus weitergeht, ist völlig unklar. Denn die Balkanländer haben ihre Grenzen für die Flüchtlinge geschlossen. Nur wer einen gültigen Pass und ein Visum hat, darf weiterreisen. Auch in Idomeni an der Grenze zu Mazedonien sitzen noch tausende Menschen fest. Seit Tagen warten sie darauf, dass sich etwas tut. Vergeblich. Die Grenze ist zu. Wir wissen nicht, wann sie sich wieder öffnet. Wir sind müde, wir sind völlig am Ende. Und wir wissen nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich würde lieber hier sterben, nicht in Damaskus. Dort werde ich gesucht. Wir ziehen die jungen Leute zum Militär ein, zum Kämpfen. Entweder man tötet oder man wird getötet. Und ich will weder das eine noch das andere. This both is not my options. Die griechischen Behörden planen, das Zeltlager in Kürze zu räumen und die Menschen in Auffanglager zu bringen. Am Dienstag hatten sich die Türkei und die EU auf eine engere Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage geeinigt. Demnach sollen die Flüchtlinge zurück in die Türkei geschickt werden, wenn sie die Grenze illegal überquert haben.